Hallo, ich bin Kerstin, Psychologin bei InstaHelp, der Plattform für psychologische Beratung online. Ich bin Mama von 2 Kindern, Angestellte, Freundin, Bekannte, Partnerin in einer Beziehung, Tochter meiner Eltern, ganz, ganz viel gleichzeitig. Und ich habe Unmengen Träume und Visionen und Ziele und weiß eigentlich ganz genau, was ich von meinem Leben möchte. Was mir leider fehlt, ist die Zeit, all das umzusetzen. Abends, wenn meine Familie zur Ruhe kommt, liege ich dann oft im Bett und scroll durch die verschiedensten Social-Media-Kanäle. Und dann frage ich mich, wie schaffen all diese Frauen das? Da sieht man nämlich Frauen, die eine glückliche Familie haben, eine großartige Karriere haben, die immer ein geputztes Haus haben, sich nur gesund ernähren. Frauen, die dabei großartig ausschauen, immer glücklich sind und auch ständig genug Zeit und Geld haben, um die tollsten Urlaube zu machen. Und ich denke mir dann, wo nehmen all diese Frauen nur diese Superkräfte her? Das Problem bei uns Menschen ist, abgesehen davon, dass Social Media unsere Wahrnehmung ziemlich verzerrt, dass unser Gehirn dazu neigt, sich immer mit Menschen und mit Dingen zu vergleichen, die wir nicht haben. Wir fokussieren uns auf das, was andere besser können, anstatt darauf zu schauen, was wir vielleicht besser können. Das war evolutionär gesehen durchaus sinnvoll. Wäre das nämlich nicht so, würden wir wahrscheinlich heute noch in Höhlen leben. Allerdings für unseren Selbstwert und vor allem für unser Glück und für unsere Lebenszufriedenheit ist diese Tendenz gar nicht gut. Das führt nämlich dazu, dass wir uns meistens ziemlich klein und machtlos fühlen. Aber ich verrate dir was. Ganz bestimmt steckt in uns allen, auch in dir, so eine Superkraft. Viele von uns wissen nur nicht ganz genau, was das ist. Du fragst dich wahrscheinlich, wie kann ich mir da so sicher sein? Und du bist dir vielleicht sogar sicher, dass du eine Ausnahme bist, eine von denen, die wirklich gar keine Superkräfte hat. Aber ich versichere dir, aus der Psychologie wissen wir, dass in jedem Menschen etwas steckt, was ihn absolut einzigartig macht und etwas, in dem er vollkommen großartig ist. Ich zeige dir, wie du heute herausfindest, was deine Superkraft ist. Um wirklich glücklich zu sein, ist es wichtig, dass wir unsere eigenen Stärken und Talente richtig gut kennen. Denn nur dann können wir diese auch ganz gezielt einsetzen und uns dabei richtig großartig fühlen. Um das herauszufinden, möchte ich dich jetzt auf eine kleine Fantasiereise einladen. Wenn du möchtest, kannst du direkt mitmachen. Nimm eine ganz bequeme Sitzhaltung ein, in der du dich richtig wohlfühlst. Sorge dafür, dass dich nichts stören kann. Schalte das Handy leise oder auch andere Störquellen aus. Wenn du möchtest, kannst du bei dieser Übung auch die Augen schließen, damit du noch besser in den Moment eintauchen kannst. Wenn du bereit bist, dann nimm bitte 3 tiefe Atemzüge und nimm ganz bewusst wahr, wie du die Luft ein- und wieder ausatmest. Konzentriere dich dann bitte auf eine Situation, die für dich herausfordernd und schwierig war, die du aber gut gemeistert hast. Lass dir Zeit, diese Situation auftauchen zu lassen. Und wenn du ein Erlebnis gefunden hast, dann versuche bitte, mit all deinen Sinnen in diese Erinnerung einzutauchen. Schau dich genau um. Wo befindest du dich? Und höre genau hin, was kannst du alles hören? Vielleicht verbindest du mit dieser Erinnerung sogar einen Geruch oder einen speziellen Geschmack. Und spüre auch ganz genau hin, wie du dich fühlst. Nimm diese Situation ganz bewusst wahr und lass alle Bilder entstehen, die auftauchen. Öffne dann bitte die Augen und stelle dir folgende Fragen. Erstens, was hat dir geholfen, diese Herausforderung zu meistern? Welche deiner Stärken, welche deiner Charaktereigenschaften oder welches Wissen war entscheidend, dass du das gut geschafft hast? Welche Umweltfaktoren, welche Personen waren hilfreich? Und wie hat dieses Ereignis dazu beigetragen, deinen Selbstwert zu beeinflussen?
Genieße dann das Gefühl, diese Herausforderung gut geschafft zu haben. Und genieße vor allem das Gefühl, dass du diese Kraft in dir trägst, dass du die Fähigkeit hast, das zu schaffen, eine Fähigkeit, die dir niemand nehmen kann. Nimm dir im Anschluss an diese Übung noch ein wenig Zeit und schreib deine ganz persönliche Erfolgsgeschichte. Das bedeutet, schreib all das, was du jetzt als Bilder wahrgenommen hast, in Worten auf ein Blatt Papier. In ganzen Sätzen oder in Stichworten, wie es für dich am besten passt. Aber finde Worte dafür, was du gesehen, was du gespürt und auch was du empfunden hast. Und dann, wenn du möchtest, besprich diese Erfolgsgeschichte mit deinen Freunden. Erzähle davon und frage deine Freunde, was sie glauben, welche deiner Stärken hier entscheidend waren. Wenn du möchtest, kannst du diese Erlebnisse auch mit einer Psychologin oder einem Psychologen besprechen. Diese Person könnte dir dann dabei helfen, diese Stärken noch besser zum Einsatz zu bringen und damit deinen Träumen noch ein großes Stück näher zu kommen.